So, heute mal komische Sachen zum Thema JavaScript. Also Sachen, wie sich JavaScript irgendwie total schräg verhält. Ich mache das mal in der Entwicklerkonsole im Edge, dann können sicher der eine oder andere Hater wieder sagen, okay, es liegt am Edge. Nein, liegt es nicht. Es liegt an der ECMAScript-Spezifikation und somit ist das das gleiche in Grün auch im Firefox oder im Google Chrome oder Chromium Opera oder wer euch sonst noch so einfällt. Gut, einen interessanten Datentyp und Anführungszeichen ist None, not a number. Und wenn wir jetzt None, ja, schreibt man so, None is None. Wenn ich aber den Typ von None abfrage, type of None, dann ist das Number, weil None ja eigentlich für not a number steht. Ja, okay, ist halt so, ist halt JavaScript. Okay, was ist, wenn wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mal die 9 schreiben? Dann hat er einen kleinen Rundungsfehler. Weil wir gerade bei Rundungsfehler sind, was ist 0,1 plus 0,2? Genau, 0,3, dann viele 0 und eine 4. Okay, hier kann JavaScript vielleicht gar nicht so viel dafür. Es liegt eigentlich an der Spezifikation, wie mit Gleitkommazahlen laut IEEE umgegangen wird. Das trifft auch viele andere Programmiersprachen. Aber was natürlich ziemlich uncool ist, ist 0,1 plus 0,2 ist dadurch nicht 0,3. Das kann blöd ausgehen. Der Rundungsfehler tritt natürlich nicht immer auf. Ja. Also bei dieser Kombination mit 0,1 und 0,2 natürlich schon, aber 0,5 plus 0,1 ist natürlich schon 0,6. Auch etwas, was total komisch ist, ist die maximale Zahl ist minus unendlich. Also das Maximum ist negativ. Das ist interessant. Was ist dann das Minimum? Math.min plus unendlich. Ja, gut, da hat sich wohl jemand leicht vertan. Okay, ähnlich zu None, zu den Type of None gibt es auch zum Beispiel, was ist Type of Null? Null ist ja bekanntlich nichts, ja, sozusagen der ungültige Pointer und der Typ von Null ist Object. Okay, stellen wir mal so, lassen wir mal so im Raum stehen, was ist aber Type of Object? Undefined, okay, klar. Type of Object ist eine Function. Okay, jetzt wird es interessant. Was ist 2 hoch 53? Eine ziemlich große Zahl, man achte auf die letzte Stelle. Was ist, wenn ich jetzt sage number.maxSaveInteger? Okay, das ist um 1 kleiner. Was bitte heißt SaveInteger? Na gut, 2 hoch 53 plus 1. Oh, okay, die Addition hat nicht wirklich gut funktioniert. Jetzt kann man sagen, okay, zur Erklärung, es gibt 53 Bit für Zahlen und dann noch ein Bit für die Vorzeichen. Jetzt kann man sagen, okay, das ist sozusagen ein Überlauf, deswegen kann er das 1 nicht dazuzählen. Allerdings, was interessant ist, plus 2 funktioniert wieder. Ja. The Strange Things in JavaScript. Was ist, wenn ich diese Zahl hier nehme, parseInt mache und hier eine 3 am Ende mache? Ja, dann kommen wir wieder auf 2 runter. Ähnliches Problem. Okay, apropos Probleme. Ein leeres Array plus ein leeres Array ist ein leerer String. Ein leeres Array plus ein leeres Objekt ist ein Objekt. Das macht ja vielleicht noch Sinn. Ein Objekt plus ein Array ist allerdings 0. Was gibt True plus True plus True 3? True minus True ist 0. Somit ist True minus True gleich gleich False. Ja, True minus True ist False. Wenn ich von wahr abziehe, ist es gelogen. Okay. Soweit so gut. True ist gleich 1, sozusagen. Ja, das ist es. 1, 2, 3, 1.
Jetzt muss es natürlich false sein, da bei 3 ist gleich auch der Datentyp mit berücksichtigt wird und keine implizite Konvertierung zwischen den Typen gemacht wird. Okay, noch etwas ganz Komisches. Nicht plus ein leeres Array, plus ein leeres Array, plus nicht ein leeres Array. Und die Länge von dem ist 9. Ja, klar. Was ist eigentlich 9 plus 1? 91. Warum? Er macht eine automatische Typkonvertierung von diesen 9 in einen String. Wenn ich zwei Strings, zwei Texte zusammenhänge, dann werden diese einfach zusammengehängt. Allerdings, wenn ich jetzt sage 90 minus 1, dann kommt 89 raus. Dann rechnet er richtig. Ja, gleiches, wenn ich sage 90 mal 2. Auch dann rechnet er richtig. Der Grund ist, mal und minus macht für Stringwerte keinen Sinn. Jetzt versucht er in eine Zahl zu casten. Dafür ist ein leeres Array gleich 0. Ja, und so gibt es so das eine oder andere wirklich, wirklich komische in JavaScript. Zumindest type of undefined ist undefined. In diesem Sinne, viel Spaß mit JavaScript. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.